Hallo zur neuen Folge von Let's Play Xbox 360 Skyrim. Ja, ich starte jetzt gleich mal schnell das Spiel. Wir hatten ja letztes Mal an der Stelle aufgehört, wo wir direkt in diesen kleinen Kampf hatten mit den Kaiserlichen, die uns hier unterjocht haben. Wir erinnern uns an diese komische Tussi, die da rumflitzte und uns auf den Klotz legen wollte und uns unsere Schädels berauben wollte. Ja, da haben wir uns glorreich verteidigt und uns dafür gerecht für diese... Ich weiß gar nicht, also angeschuldigt wurden wir eigentlich nicht direkt. Wir waren nur auf dieser Karre und dann auf einmal hieß es so, ja, Kopf ab. Aber tja, dann kam ja auch der Drache, der uns da irgendwie halbwegs gerettet hat, sage ich jetzt mal. Also wir haben ja mehr Glück gehabt als alles andere, dass wir da lebend rausgekommen sind. Obwohl noch nicht ganz, wir sind ja immer noch in Helgen, so nennt sich dieses kleine verschlafene Nest. Obwohl, naja, verschlafen ist es jetzt nicht mehr, jetzt sind sie alle putzumunter, ne? Nachdem der Drache da so ein bisschen Radau gemacht hat. Ja, gucken, kurz warten. Schöne Axt hier. Oh, sieht schnick aus. So eine hätte ich auch gerne. Ist auch, ich bin schon ein bisschen überlegen, ob wir dann mehr auf Äxte setzen als Waffen. Also können wir ja auch machen. Mal ein bisschen rumgucken. Ja, er hat sich gleich den Bogen geschnappt. Wollen wir das mal machen hier. So, aufschließen, genau. Aha. Gucken, Ah, ja. So sehen wir jetzt also aus. Okay. Kurz gucken, so. Was haben wir denn hier noch Schnickes? Gucken wir mal. Ach, das Fass kann ich nicht... Hä, normalerweise kann man auch in Fässer reingucken. Das anscheinend nicht, aber in die Säcke können wir gucken. Dann schauen wir mal, was das da noch so gibt. Kartoffeln. Nur so ein bisschen Nahrungsmittel. Na gut, wir sehen es gerade, stellt einen Gesundheitspunkt wieder her. Ist nicht die Welt, aber wir haben ja im Moment nichts. Also ist alles, was wir bekommen können, doch sehr, sehr dienlich für unseren Zweck. Wollen wir uns kurz auf die Bank setzen? Ein bisschen ausruhen. Er weiß, stressig hier so. Ah, puh, Stress pur alles hier. Ein bisschen ausruhen. Ja, oh, da drinnen ist noch was. Dann stehen wir kurz wieder auf. Ich glaube, da ist irgendwie Kohl oder sowas, ne? Was ist das? Ja, Kohl. Genau, nehmen wir auch mit. Und selbst wenn wir ihn nur verkaufen, ist ja egal. Wir brauchen erstmal Knete. Ich schleiche mich hier so ein bisschen durch die Gegend. Also für die, die Skyrim nicht gespielt haben, das ist jetzt praktisch diese Ansicht. Solange das so ein Strich einfach nur ist, sind wir nicht entdeckt. Oh, da hat noch jemand angefangen, Skyrim zu spielen. Oh, das höre ich oder sehe ich selten. So, ist natürlich immer sehr duster. Wir haben auch immer noch keine Fackel. Also ich sehe auch kaum was im Moment. Ah, da hinten flitzt er gerade lang. Boah. Ui. Scheiße. Mensch. Da war auch irgendwer. Ich glaube, die hat es erwischt. Ja, so ein bisschen, würde ich sagen. Oh, ich höre da noch wen. Aha. Dann werden wir schnell hier rauf. Die haben von Tränken gesprochen. Und ja, hier mittendrin. Ach, direkt einfach mal nichts getroffen. So, und Einhändigkeit verbessert. Sehr schön. Ich nehme mal gleich alle Rüstungen mit und so, ne? Wie immer, werde alles plündern, solange wir denn können. Was können wir denn noch tragen? 208 von 300. Wird bald erschöpft sein. Ich sehe ja schon auf uns zukommen. Den Wein. Oh, der ist auch ein bisschen was wert. Nehmen wir gleich mal mit. Das liegt hier noch rum. Hier können wir so hinsetzen, das will ich jetzt nicht. Ich brauche eine Fackel unbedingt. Ja, ein paar Kräuter mitnehmen, genau. Knoblauch 10, falls Vampire ankommen. Kann auch nie verkehrt sein. So, was haben wir hier noch? Das ist auch so eine Sache. Man kann wirklich alles plündern, was hier irgendwo rumhängt. Oh, schönes Feuerchen. Ach ja, herrlich. Ist hier noch irgendwas? Korb, den machen wir auf. Ach so, nee, den wollte ich gar nicht mitnehmen. Verdammte Axt, ne, schmeiß ich nachher mal weg. Irgendwann. So, die Fässer kann ich nicht reingucken. Was haben wir denn hier noch Schönes? Schauen, ist hier irgendwas? Noch so ein Wein. Nur 12 Stück ist er wert, also 12 Goldstückchen. Den noch 7. Und ein Heiltrank. Juhu! Den Eimer brauche ich nicht. Salz, ja. Zaubertrank der geringen Magie, auch sehr wichtig. Wir haben zwar noch keine magischen Fähigkeiten, obwohl, können wir gleich mal nachschauen, ob wir doch schon welche haben. Gut, ein bisschen Gold wieder. Den gusseisernen Topf lasse ich mal hier und dann gucke ich mal schnell nach Magie. Was haben wir denn da? Flammen. Oh, das können wir eigentlich vielleicht gleich mal eins. Ein Blutrausch. Oh, okay. Du erleidest 60 Sekunden lang nur halben Schaden und verursachst selbst doppelten. Das hört sich gut an. Also für so einen Ork ist das, glaube ich, gar nicht mal so schlecht. Heilung. Brauchen wir das? Eigentlich nicht, ne? Ne, nicht wirklich. Aber dann nehme ich mal die Flammen hier in die linke Hand. Genau. Ach so, ein bisschen kombiniert machen. Probieren wir mit dem Aussicht. So Brutzel, Brutzel. Ja, sehr schön. Okay, und was ich noch vergessen habe letztes Mal, ich muss unbedingt die Kinect ausstellen. Das, wo ist denn das jetzt? Ist das bei Steuerung drin gewesen oder bei Gameplay? Ich muss mal kurz schauen.
Irgendwo war das. Das hatte ich letztes Mal vergessen. Kinect-Befehle benutzen. Ah, gut, okay. Es war schon auf aus. Sehr schön. Dann hat sich das auch erledigt. Dann brauche ich mich darum nicht mehr kümmern. Das wäre nämlich sonst echt übel. Wenn die jetzt die ganze Zeit an ist, dann würde er alles Mögliche erkennen und uns dann teilweise ins Verderben reinreißen, während ich hier so am Labern bin. Nochmal alles durchsuchen. Was haben wir denn hier nochmal? Äpfel. Was ist das? Karotten. Auch immer ganz lecker, ne? Das ist gut für die Augen. Dann sehen wir auch alles. Ah, es ist echt so finster. Ich brauch unbedingt eine Fackel. Salz ist hier noch. Was haben wir noch? Aber ich sehe kaum was gerade. Ah, Mist. Ist hier noch eine Truhe oder sowas? Nee, ne? Nur ein paar Körbe, die ich mitnehmen kann. Die will ich aber nicht. Ah, noch Kaninchen hier und noch eins. Oh, ein bisschen Kaninchenfleisch. Oder Keule vielmehr. Noch ein Teiltrank. Salz. Nicht hier noch irgendwas? Nee, nur so ein bisschen Blut. Ne, das brauchen wir eigentlich nicht. Ich glaube, sonst haben wir alles, oder? Sieht zumindest ganz gut aus. Doch, hier haben wir alles geplündert. Nee, dann können wir weitergehen. Also das werde ich sowieso machen. Ich bin der Plünderer schlechthin, was Skyrim oder halt generell Rollenspiele angeht. Ich kann an nichts vorbeigehen, ohne alles durchsucht zu Fertig? haben. Dann gehen wir weiter. Ja, halbwegs. Ja, mach mal. Dann geh mal vor. Hier ist nichts drin, das Regal ist leer. Okay. Blut eines Trolls. So, hier mal ordentlich draufholzen hier mit unserem Feuerzauber, dass er stärker wird. Und Schmore in der Hölle. Oh, Magika niedrig. Ja. Das kann sein. Das sieht ja aus wie so ein Folterkeller, ne? Ja, die haben wohl schon alle möglichen Leute dahin gemeuchelt hier. Ich guck mal nach, was haben wir denn noch? Ich glaube, ich werde jetzt nicht alles mehr mitnehmen. Oder, ach, was soll's. Das heißt hier nicht alles mitnehmen. Gucken, den hat's erwischt. Eisenstreitkolben, ja, brauchen wir irgendwie nicht. Das ist zu wenig wert, lassen wir auch mal hier. Noch eine Streitaxt. Die ist besser als unsere. Ja, ist die besser als unsere? Ja, ne? Ist sie zweihändig? Nee, zweihändig anscheinend nicht. Wartet einen Moment. Oh, sonst sieht's gut aus. Sieht so aus, als wäre etwas in diesem Käfig. Was ist das denn? Das Buch vom Drachenblut. Das nehmen wir mal schnell an uns. Bücher sammle ich auch sehr gerne. Das ist auch sowas bei Skyrim, was ich dann gerne sammle und irgendwann mal halt lese. Ich weiß jetzt nicht, wie ich das im Let's Play mache. Ob ich dann irgendwann mal so eine Art Lesestunde mache zu einer besinnlichen Zeit und dann vielleicht ein Buch vorlesen werde. Ich weiß es noch nicht. Und teilweise sind auch echt tolle Hinweise verborgen drin, ne? Über irgendwelche Höhlen, wo halt irgendwas, irgendwelche legendären Schätze auf uns warten. Muss man mal gucken. Seht zu, ob ihr das knackt. Ein Tornister. Oh, ein Dietrich. Und noch ein Heiltrank. Sehr schön. Aber eine Fackel wäre mal nicht schlecht. Ja, möglicherweise ist gut gesagt. Auf jeden Fall brauchen wir das Gold. Was haben wir hier noch? Noch ein Streitkolben? Nee, der wiegt zu viel. Schild werde ich erstmal nicht nehmen. Ah, es ist echt so finster hier gerade. Aber hier scheint auch nichts zu liegen. Ja, Fackeln. Ich brauche Fackeln. Mensch. Ich würde das Ding hier am liebsten gerade abreißen und dann hier das mir irgendwie an die Brust schneiden. Hier binden und dann halt so durch die Gegend latschen. Das kann ich nicht plündern. Der arme Kerl ist wohl nie wieder rausgekommen. Nee, den Schädel nehme ich nicht mit. Was soll man eigentlich mit dem Schädel? Deko halber irgendwo hinlegen? Ja, ich weiß nicht. So, mal Schloss öffnen. Das ist auch so ein bisschen tricky. Ja, ich weiß, wie es geht. Ja, also wenn es rackelt, muss man mal gucken, dass man den richtigen Punkt trifft. Ganz vorsichtig und behutsam. So, das haben wir aufgeschlossen. Und was haben wir denn hier Schönes? Eigentlich nichts, bis auf ein paar Knochen. Okay. Aber es gibt immer, also unsere Fähigkeit wird dadurch gesteigert, je mehr Schlösser wir halt öffnen, desto besser werden wir. So, das war ganz easy peasy hier. Und da liegt auch das Gold, was er meinte, glaube ich. Zauberbuch Funken. Sehr schön. Funken haben wir, glaube ich, noch gar nicht, oder? Also jetzt nicht, dass ich wüsste. Das werden wir gleich mal benutzen. Ja. Ein bisschen Zaubertränke hat er. Ui, steigert Magika um 30. Also diese verzauberten Sachen sind sowieso, sehen wir auch schon, ganz viel wert. Ich werde mal ein bisschen was bei ihm lassen. Hier von der Kleidung vielleicht so ein paar Fellstiefel. Oh. Genau, legen wir mal ab. Und auch die Fußlappen, die sind nichts wert. Und auch hier diese grob gewebte Tunika. Dann haben wir wieder ein bisschen mehr Platz im Inventar. Und dann werde ich mal schnell das Buch lesen, dass wir das auch, diese Fähigkeit dann haben. So, Bücher haben wir hier. Und dann mal kurz benutzen.
Tada, tada. Und da haben wir es gelernt. Einen neuen Zauberspruch. Funken. Legendär, phänomenal. Wie immer. Oh, ich hoffe, das klappt jetzt. Dass wir auch das noch aufkriegen. Ja, aber hier ist, glaube ich, gar nichts drin, ne? Ne, nur eine große Kette, aber mit der können wir nichts anfangen. Also werden wir dann mal schurtigst weitergehen. Er wartet auch schon auf uns. Er drängelt immer so ein bisschen. Na, los, komm hier. Los, geh mal. Ralof oder Rolof? Sieht aus wie Rolof, ne? Geh. Kaiserliche Hunde. Die sind sich für nichts zu schaden. Ah. Soll ich vorgehen? Willst du? Na gut, du bleibst hier stehen, dann gehe ich halt vor. Ganz vorsichtig. Ist es so du? Ja, ich mache jetzt einfach damit Licht hier. Genau, es brutzelt jetzt noch so ein bisschen. Habe ich noch einen Dietrich übrig? Ja. Oh. Ja, falsche Richtung. Vielleicht hier in der Richtung. Mal gucken, hoffen wir, dass es klappt. Das war nur zumindest die Fähigkeit ein bisschen steigern. Da haben wir es auch schon geschafft. Eine der Stufen, genau. Sehr schön. Und wir sehen, dadurch steigern wir auch unseren Level insgesamt. Ist hier noch was drin? Sieht nicht so aus, ne? Nee, ich versuche mal trotzdem. Habe ich noch einen Dietrich? Ja, sehr schön. Oh, verdammt, der ist abgebrochen. Eieieiei. Aber wir haben noch einige. Ich sehe gerade, wir haben 15 Stück. Das könnte reichen. So, und mach auf. Tada. Liegt hier irgendwas rum? Ja, ein Skelett, was wir plündern können. Sehr schön, dass wir das gemacht haben. Knochenmehl, ah, das brauchen wir für Verzauberungen. Hier ist noch ein Geldbeutel. Auch gut. Und da war noch was anderes, ne? Oder? Ne, nur ein Skelett, das leer ist. Leeres Skelett. Ist auch gut, ne? Aber ist ja eigentlich nur das, was wir geplündert haben. Ich brauche eine Fackel endlich mal. Das kann so nicht weitergehen, hier im Dusteren so durch die Gegend stapfen. Oh Mann, hier, noch so ein armer Kerl. Auch von Sturmmänteln. Schäbige Robe, nee, die brauchen wir nicht. Hier ist noch ein Skelett. Was hat das? Gold und Knochen. Ich frage mich immer, warum man beim Skelett noch halt Gold findet. So, als ob die Gefängniswärter das nicht alles rausklauen würden. Also, könnte ich mir zumindest vorstellen, dass sie das machen, aber anscheinend nicht. Die brauchen das nicht. Das ist auch noch eins. Was hat der? Auch nochmal Gold. Also wir sehen, wir haben jetzt schon einiges. Was heißt einiges? Ein bisschen was haben wir an Gold. Können uns garantiert irgendwo so eine kleine, so ein kleines Zimmer leisten in irgendeiner Herberge. Jetzt gucken, ist hier noch irgendwas? Liegt noch was in der Ecke? Nee, Moment nicht. Oh. Na los, beeilt euch! Ja, ich warte ja nur auf dich. Also bitte. Ja, drängelt hier die ganze Zeit und macht selber nichts. Achso, ist hier irgendwas? Mal kurz gucken. Links, rechts. Da muss man ein bisschen genauer schauen. Also gerade jetzt hier in diesen Höhlen, da fällt das meist gar nicht so direkt auf, wenn man dann irgendwas sieht. Ich schaue nochmal schnell nach im Inventar, ob ich vielleicht doch noch eine Fackel habe. Das kann ja nicht sein. Nee, Fackeln haben wir gar nicht. Scheiße. Sagt man nicht, ich weiß, aber... Weil ich sehe ja nirgendwo was, wenn hier was liegen sollte. Ich gucke jetzt einfach mal hier mit meinem tollen Zauber. Ja, super, ich sehe ihn gar nicht und knüppel ihn trotzdem wieder. Da liegt er, genau, den plündern wir gleich mal. Ich glaube, der hat einen Bogen dabei gehabt. Sehr schön. Okay, wo hat er einen Langbogen? Das fehlt uns auch noch. Da haben wir noch gar nichts von. Dann sind wir auch schon überladen. Das heißt, dann können wir ihm auch gleich mal wieder irgendwas anvertrauen. Was haben wir denn doofes? Ich glaube, ich habe irgendwas mitgenommen. Den Eimer zum Beispiel. Den brauchen wir auf keinen Fall. Und den Korb. Aber das reicht noch nicht. Ah, irgendwas hier. Bekleidung. Da müssen wir halt davon noch was wegwerfen. Was ist denn wenig wert? Mal gucken. Ein bisschen durchschauen. Ah, das hier zum Beispiel von Sturmmänteln. 8 insgesamt vom Gewicht her. Das kann auf jeden Fall weg. Ui, und hier sind noch reichlich Gegner. Ach nee, Rolof doch nicht. Hier, du sollst nicht Rolof angreifen. Ah, nicht, dass der uns noch attackiert. Das fehlte gerade noch. Kaiserliches Schwert. Ja, nee, nee. Ich wechsle mal schnell die Axt, fällt mir gerade auf. Ich hatte ja eine bessere gefunden. Wo ist sie denn? Na, komm. Eisenkriegsaxt, genau. Irgendwo war die doch. Die hier, ach, ist die schön. Ach so, die ist links- und rechtshändig. Das ist doch eine zweihändige. Ah, ja. Ich guck noch mal ein bisschen rum. Na, wo ist denn hier noch einer? Hallo. Also ein Spurten hier. Und ja, gib ihm hier mit dem groben Stöckchen. Ah, mit dem Ork legt man sich nicht so leicht an. Ah, was steht hier? Den hier. Was ist das denn? Ausdauer niedrig. Ach ja, stimmt. Ja, wir verbrauchen ja immer Ausdauer, gerade wenn wir hier die Axt schwingen. Sehr schön. Da hat er ihn kurz niedergerungen. Ah, zweihändig. Ja, ich möchte eigentlich ungern zweihändige Waffen benutzen, weil
So kann ich gar keine Zauber und sowas nebenbei wirken. Und das mache ich eigentlich auch recht gerne. Oder falls man dann doch mal ein Schild tragen möchte. Ich glaube, dann nehme ich doch wieder lieber die andere Axt. So, kleiner Moment. Ja, Spiel speichert gerade. Dann nehmen wir doch wieder lieber die andere Axt. Das gefällt mir besser. So, jetzt haben wir die. Ah, und automatisch wieder unsere Flammen. Weil wir hätten es nämlich auch an der Stelle so machen können. Ich zeig das mal kurz. Was das ist. Ja, das ist nämlich so Petroleum oder irgendwas ist das. Hätten wir auch anzünden können. Das hätte es uns ein klein wenig einfacher gemacht. Ah, hier hinten ist ja denn noch irgendwas. Ich gucke mich nochmal ein bisschen um. Du kannst doch mal kurz warten. Warte da eh. Ich muss sowieso noch alle Leichen plündern, hier alle Pfeile mitnehmen und sowas. Also das ist auch sowas, was ich sehr gerne benutze. Pfeile. Ach so, hier ist jetzt nichts. Ich dachte vielleicht hinter dem Wasserfall ist was. Hier hinten vielleicht. Nee, auch nicht. Na gut, dann gucken wir mal weiter. Dann werden wir ihm dann doch wieder ganz treu doof folgen. Ja, ich beeile mich schon. Ich renne hier mal kurz dahin. Oh, da habe ich den Drachen gerade wieder gehört. Eieiei. Ja, dann geht's. Ich weiß es nicht, aber wir werden es garantiert gleich rausfinden. Ja genau, drück mal den Hebel. Mach mal. Treuer Diener. Na? Das sieht nach Tageslicht aus. Ja, schnell mal rüber rennen. Okay, was ist das? Autsch. Da ist irgendwas eingestürzt. Das sieht aus wie eine Höhle. Ich gehe da mal kurz runter. Was ist denn hier? Oh, es ist duster. Viel zu duster hier. Aber ich sehe nichts. Aber hier geht's irgendwo hin. Hier ist auch eine kleine Lampe. Kann ich die vielleicht mitnehmen und wieder rumtragen? Nee. Ah. Mist, die Kack hier. Aber hier gerade zu Licht was. Ah, okay. Zaubertrank der kleinen Heilung. Ein Skelett. Was hat denn der? Ein bisschen Gold. Und noch mehr Gold. Ja komm, ich will das Gold. Sehr schön. 7 Stück waren immerhin drin. So, noch irgendwo was. Ich muss mal ein bisschen wieder so grob leuchten hiermit. So lange, bis wir dann endlich mal Fackeln finden. Ah, nee, ansonsten war anscheinend nichts mehr da. Wo kommen wir denn jetzt raus? Ich schleich mal so ein bisschen. Nee, falsche Taste, die hier. Ach, hier wären wir normalerweise rausgekommen. Okay. Ja, aber du, da hinten kann man warten. Ich schaue mal nochmal kurz, ob wir hier vielleicht noch was verpasst haben sonst. Ja, hier kamen wir her, genau. Boah, nö, dann passt das. Dann haben wir alles wieder. Ah, sehr schön. Haben wir gleich wieder was an der Seite entdeckt. Was ist denn da oben? Nee, da ist nichts, ne? Nee, sieht nicht so aus. Obwohl, könnte natürlich doch was sein. Ich guck mal kurz rum. So, hier vorsichtig langschleichen. Komm schon los. Lauf. Ist da irgendwas? Kriechranken oder so? Hier oben? Nee. Und hier liegt auch nichts, ne? Keine Truhe oder sowas versteckt. Mit Fackeln vielleicht? Schade. Ja, Weg nach draußen, hat er gesagt. Der soll da sein. Denn, ja, beweg dich mal. Ich will nämlich auch endlich raus. Ah, hier ist noch mehr. Was ist denn das? Nee, aber hier geht's weiter. Na, hab ich doch gerade gesagt. Mensch, ist er. Ich weiß ja nicht, wenn hier so viele Skelette liegen, ob das unbedingt so vertrauenserweckend wirken soll. Eieiei. Oh, was sind das da? Sind das da Spinnen? Ich könnte jetzt meinen Bogen nehmen, aber ich glaube, ich werde eher mal hier die Flammen und so, die Magie trainieren. So, hier. Ordentlich. Immer feste drauf. Ah, es zieht auch ganz ordentlich schon ab. Oh, die ist auch down. Noch irgendwo eine an der Decke oder sowas? Ja, Spinnen mag ich auch nicht so. Ist auch nicht so wirklich eins meiner Lieblingstierchen. Die haben immer Frost, also Frostbissgift dabei. Muss mal gucken, also das können wir eigentlich nur verkaufen. Wir sehen auch, es bringt ein bisschen was an Knete. Haben wir gesagt, auch was ich eben schon meinte die ganze Zeit, da wir halt alles brauchen am Anfang. Damit wir wenigstens ein bisschen uns vernünftige Ausrüstung dann auch zulegen können im nächsten Ort. Würde ich dann doch schon gerne alles mögliche kaufen. Was ist denn hier noch? Ah, ein Eibeutel. Spinneneier. Ja, die kann man auch dann wieder für Alchemie benutzen. Mensch, das ist nur alles dann aufleveln. Eieieiei. Kurz gucken, ist hier was? Ah, da ist noch so ein Ei. Hier oben. Wo ist das denn?
War hier nicht gerade was? Hier wurde was angezeigt. Hm, sehr seltsam. Hier mal hochhüpfen. Haben wir noch was hier oben irgendwie? Nee, ne? Sieht nicht danach aus. Ja, leuchte mal kurz ein wenig. Aber es sieht ganz gut aus. Was ist denn mit dem Ding hier? Ein Skeva-Schwanz. Also Skeva sind diese rattenähnlichen Viecher. Auch wieder alles für Heiltränke und sowas oder irgendwelche anderen Alchemie-Sachen, die wir gebrauchen können. Hier leuchtet doch irgendwas und da... Nee, ich dachte, das wäre eine Truhe, aber es sind auch nur Eier wieder. Alles öffnen und mitnehmen. Denn gerade wenn wir Alchemie machen, und da würde ich dann auch schon gerne draufsetzen, dass wir halt nicht immer alles kaufen müssen. Weil dann können wir eher wirklich zusehen, dass wir halt unsere Tränke selber machen und dann leveln wir auch besser auf und alles. Das bringt irgendwie mehr, als wenn wir nur kaufen. Klar, kaufen, da gibt es dann auch dieses... ich weiß gar nicht mehr, wie sich das genau genannt hat. Irgendwas mit Handeln war das, die Fähigkeit. Da kann man dann später auch Geld in Läden investieren. Jetzt mal gucken, wo er hin ist. Irgendwas hat mich gerade verletzt. Ach, hier geht's lang. Okay. Da unten steht er, glaube ich. Oh, es ist... Ja, mach hin. Gib mir lieber eine Fackel oder so. So, er rennt da lang. Ich guck mal hier links kurz hoch. Ich glaube, ich habe da nämlich... Ja, genau. Ich dachte, ich hätte da was gesehen. Was haben wir denn hier? Ach, verdammt. Ich wechsle immer... drück immer die falsche Taste. Tut mir leid, ich bin noch nicht wieder ganz drin in der Steuerung. Deshalb kann es ab und zu mal passieren, dass wir dann kurz die Perspektive wechseln, anstatt irgendwas Sinnvollem. Ist hier noch irgendwas? Nee, ne? Das war jetzt das Einzige, was da rumlag. Naja, mühsam ernährt sich das Eichhorn. Oder wie habe ich das immer gesagt, ne? Schleich mal noch ein bisschen. Er schleicht ja auch gerade durch die Gegend. Halt. Direkt okay. Vor uns ist eine Bärin. Seht ihr sie? Ja, da hinten, ich glaube, dieses Fake-Knäuel, was da rumliegt. Nicht, nicht? Warum nicht? Oh, Geldbeutel. Oh, noch Wein. Genau, nehmen wir auch mit. Ja, ist es. Ach, jetzt bin ich überladen. Scheiße. Was schmeiße ich denn jetzt weg? Verdammt. Was ist ein wenig wert? Hier so ein Dolch. Mal gucken, haben wir noch irgendwas? Ah, Eisenpfeil. Nee, das würde ich schon gern behalten. Ja, dann schmeiße ich hier so ein Eisendolch weg. Dann sind wir, glaube ich... Ach, da muss ich zwei von wegwerfen. Ah, schmeiß mal einfach so weg. Genau. Ich glaube, das passt. Was liegt denn hier noch rum? Ist das Bier? Schwarzdornmet. Ja, also kein Bier, sondern Met halt, ne? Eisenhelm, nee, haben wir alles keinen Platz mehr für, weil ich das ganze Inventar schon wieder zugeknallt habe mit allem möglichen. Ich glaube, ich werde sie einfach mal angreifen. Oh, oh, sie hat uns entdeckt. Oder ihn vielmehr. Ja, sie hat uns entdeckt, das heißt, jetzt hier, drauf geht's, Attacke! Ja, hier, ja, Iki Iki Pateng, juhu, und flapp nochmal schön nachgeholt. Aha, ja, jetzt haben wir auch so eine blutverschmierte, Ah, das ist leider zu schwer, aber es ist so viel wert. Dann gucke ich mal kurz, ob ich vielleicht irgendeinen Trank oder irgendwas hier vergenussfertige. Irgendwas, was uns diesen einen bringt. Was haben wir, einen Zaubertrank der Magie? Nee. Oder wir haben doch hier Essen, genau. Das wiegt so viel und bringt so wenig. Was wiegt denn viel? Wein. Oh, wir trinken jetzt einfach ein bisschen Wein, genau. Supp, dann haben wir es wieder drinne. Er torkelt ja gar nicht. Was ist denn hier los? Also ein Ork ist anscheinend auch gewohnt, also alkoholische Sachen zu sich zu nehmen. Das gehört einfach dazu. Die trinken kein Wasser, sondern nur halt Alkohol. Oder Wein, Met, irgendwie sowas. So, mal kurz hier gucken. Ein bisschen Leuchte machen. Hier ist auch nichts. Den Bären haben wir erledigt. Der steht noch so ein bisschen in der Gegend rum. Du musst wieder vorlaufen hier. Du kennst doch den Weg, hast du gesagt. Sieht auch schön aus hier, ne? Die Beleuchtung und alles. Wie das Wasser von der Decke rieselt und so. Herrlich. Hier liegt wieder einer, den es erwischt hat. Das ist ein Schädel von was denn? Ich höre den Drachen immer noch. Er hat immer noch nicht abgelassen von dem Dorf. Anscheinend mag er es nicht. Okay. Ich frage mich auch, wer hier die Beleuchtung gemacht hat, ne? Also hier scheint sich ja schon seit Ewigkeiten keiner mal rumgetrieben zu haben. Aber es leuchtet immer noch alles. Und da vorne geht's anscheinend raus. Das juhu! Scheint der Weg nach draußen zu sein. Ich wusste, och, endlich! Wir würden es schaffen. Ja, aber nur dank mir, ne? Also wenn ich den Bären jetzt gerade nicht platt gemacht hätte, dann hätten wir gar nichts geschafft. Liegt noch irgendwas? Nee, ne? So, Ziel Himmelsrand, dann werden wir mal rausgehen. Ach ja, puh, endlich geschafft aus dieser Höhle raus. Und dann sollte uns jetzt die ganze Welt zur Verfügung stehen.
Und wir können endlich in unsere Abenteuer starten, die uns dann da erwarten mit den glorreichen Belohnungen, epischen Kämpfen gegen Gegner, die, keine Ahnung, irgendwo rumhocken oder von denen wir irgendwas brauchen. Mal gucken. So, erstmal Waffen wegstecken. So, und du? Setzt einfach einen Fuß vor den anderen. Ach so, so ist das also. Was denn? Was hast du denn gesehen? Und schon ist er wieder weg. Sieht so aus, als wäre es diesmal für immer. Wir wissen nicht, ob sonst noch jemand lebend rausgekommen ist. Ja, ich weiß es nicht. Ja, ich denke doch. Und da haben wir einen Erfolg, den ersten. Die Mühle in Flusswald, gleich die Straße hoch. Sie wird uns sicher helfen. Es ist wahrscheinlich das Beste, wenn wir uns aufteilen. Viel Glück. Uns aufteilen. Ohne eure Hilfe hätte ich es heute nicht geschafft. Ja, bitte, bitte, kein Problem. Also im Flusswald, da hinten irgendwo, also die Karte zeigt uns das gerade an. Da sollen wir also hin. Und wir sehen also die Landschaft hier alles. Fantastisch sieht das aus. Ach, die Musik wieder und so. Ach, schön. Dann können wir jetzt als Ork so schön rumtrotteln. Ja, wir sehen ja auch, da ist irgendwo... Also alles, was so schwarz noch ist, also nicht weiß hervorgehoben, das haben wir noch nicht entdeckt. Ihr solltet mich nach Windhelm begleiten und euch dem Kampf um die Befreiung Himmelsrands anschließen. Echt, sollte ich das? Hier und heute das wahre Gesicht des Kaiserreichs gesehen. Ja, und die war nicht gerade sehr nett. Ist auch noch so eine Sache. Also wir haben dann auch wenn die Möglichkeit, weiß, was das Erscheinen uns des Drachen bedeutet, zu entscheiden, wem wir uns anschließen. So, was haben wir? Schließt sich dem Aufstand der Sturmmäntel an? Naja, ich weiß nicht, ob ich das schon machen möchte. Wo führt die Straße hin? Das ist denn da oben? Au, hier Blumen. Ja, können wir auch alles einsammeln. Brauchen wir für Tränke brauchen und so. Wie gesagt, wir wollen ja Alchemie uns ein bisschen drum kümmern. Ja, lauf weiter. Los, komm. Ich bin immer noch hinter dir. Oh, alles einsammeln. Was haben wir? Och, jetzt bin ich überladen. Verdammt. Riverwood. Ja, das ist halt Flusswald. Helgen, da kamen wir eben her. Das ist erledigt. Und Falkreese, also Falkenring. Also es ist, obwohl man alles übersetzt hat, sind halt die Schilder immer noch auf Englisch. Ja, ist jetzt aber auch nicht so schlimm. Nach einer Weile weiß man, was was ist. Gut, jetzt muss ich irgendwie gucken, wie ich noch ein bisschen Gewicht loswerde. Ja, ein paar Tomaten esse. Ja, ein paar Tomaten essen hat gereicht. Unser Ork wollte einfach nur ein paar Vitamine haben. Ah, nee, jetzt bin ich schon wieder überladen, oder? Ja, verdammt. Ah, zumindest ist im Moment noch ruhig. Ich sammle jetzt einfach alles ein noch und dann werde ich halt langsam dahin gehen. Ich glaube, Flusswald ist auch nicht so weit weg. Oh, herrlich, Leute, die Natur, alles zirpt und zwitschert und... Ach, klasse. Da hinten, das ist irgendwie so eine Ruine. Man kann auch extrem weit gucken bei dem Spiel, das finde ich echt... Auch nach wie vor wunderschön. Aber ich werde doch mal was essen. Das geht mir zu langsam hier mit dem ganzen Latschen. Ja, Essen, genau. Irgendwas, was viel wiegt. So ein Kohl, genau. Essen wir mal so ein Kohl. Sehr schön. Können wir wieder rennen. Mal hier sprinten. Juhu! Was haben wir denn hier? Es wird auch angezeigt als Punkt auf der Karte. Mal schauen. Was bist du denn? Wächtersteine. Aha. Ja, stimmt, da können wir uns jetzt auswählen, was die Fähigkeiten angeht. Also der Diebestein, klicken wir kurz drauf und steht das auch da. Also steht jetzt hier zum Beispiel, wer unter den Zeichen des Diebes steht, lernt alle Heimlichkeitsfertigkeiten 20% schneller. Ja, also man kann nur eins auf einmal haben. Mhm. Ja, ich weiß nicht, wollen wir wirklich heimlich sein? So ein Ork ist ja nicht gerade so für seine Heimlichkeit bekannt. So, Magierstein ist halt dasselbe. Alles, was mit Zaubern zu tun hat, geht da 20% schneller. Und dann müsste das ja eigentlich der Kriegerstein sein, ne? Jupp, das ist er. Und das hat alle Kampffertigkeiten. Ich glaube, das würde uns am Anfang am meisten zugutekommen. Dann werden wir das auch mal gleich nehmen. So. Gesegnet sind wir. Und das geht hoch in den Himmel. Hier sehen wir es. Gleich landet das Mutterschiff wahrscheinlich. So, die Schafe kommen wieder an und wollen jetzt die Weltherrschaft hier an sich reißen. Naja, irgendwie sowas. Okay, das haben wir schon mal. Gucken, was ist denn hier noch? Ja, also das scheint wirklich... Also sehen wir jetzt gerade, oben ist ja Norden, ne, bei dem Kompass. Und da direkt links von dem N sieht man halt auch dieses Zeichen für diese Ruinen. Und noch weiter links davon, ist ein bisschen näher dran, sehen wir ein Häuschen, was hier irgendwie sein muss. Möchte ich jetzt eigentlich nicht hin. Ah, schön hier mit dem Flussverlauf, allem, ne. Und der Gischt da und so. Ach, schön. Wir trotteln mal so ein bisschen weiter durch die Gegend.
nehmen noch ein paar Blümchen mit. So zur Begrüßung, wenn wir da im Dorf angekommen sind, dass uns die Leute gleich wohlgesinnt sind. Und wir sind schon wieder überladen. Klasse. Da ist eine Mine. Die werde ich jetzt noch nicht erkunden. Wie gesagt, wir sind noch total überladen, haben noch nichts gemacht. Ich will erstmal irgendwo in der Gaststätte mir ein kleines Schlafräumchen zulegen, dass ich da nächtigen kann und vielleicht den ortsansässigen Händler aufsuchen, um ein bisschen was zu kaufen und verkaufen. So, ich dümpel mal so ein bisschen durch die Gegend hier. Ach, schön. Immer noch ohne Fackel, ne? Es wird jetzt auch langsam dunkel, sehen wir. Ja, da ist schon der Mond. Ah, der Himmel sieht doch immer so fantastisch aus bei Skyrim. Also generell auch schon bei Oblivion war das so und auch bei Morrowind, wer es auch noch schon kennt. Oder noch kennt, generell ist auch schon ein bisschen älter, das ganze Ding. Ach ja, diese Idylle dann. Herrlich. So, und ich glaube, da hinten sehe ich Rauch aufsteigen. Ja, das sieht auch nach einem Häuschen oder irgendwie sowas aus. Kann man so grob erahnen. Ich glaube, dann sind wir gleich da. Auch wenn unser Ork jetzt eher schwerfällig dann durch die Gegend latscht. Aber na gut, okay, wir sind noch kein Sprinter. Wir sind halt eher so ein bisschen muskulöser bepackt. Und ja, die Axt wiegt ja auch einiges und geschafft von diesem Kampf. Ist auch so ein bisschen klar, wenn man dann langsam und gemütlich... Ist das ein Wolf? Das sieht nach einem Wolf aus. Ja, komm mal her hier. Kriegst gleich Haue, wenn du mir zu nahe kommst hier. Garstiges Tierchen. Bleib bloß weg. Ich beiß zurück. Naja, hier, komm, hier. Kriegst du. Ah, und hier, und... Ach, Zerstörung. Ja, das ist übrigens Zerstörungsmagie. Wo ist denn der? Birm. Irgendwer greift mich doch an. Ich wollte gerade sagen, wo ist er denn? So, da ist er, Dick. So, denn wie gesagt, alles, was irgendwie kaputt macht, das ist halt Zerstörungsmagie. Ist relativ einfach und simpel. Und das haben wir auch gerade verbessert. Und ich glaube, mal kurz gucken hier bei Fertigkeiten, sehen wir das ja. Ah, wir haben schon alles Mögliche recht gut. Schmiedekunst ist auf 20. Es liegt halt daran, dass wir ein Ork sind, weil Orks sind generell sehr gut in Schmieden. Und wir sehen ganz oben stets Stufe 1. Ja, also so viel fehlt uns nicht mehr zum ersten Level ab. Da ist noch einer. Hier, komm her. Und nochmal ordentlich. Ja, hier. Böses Tierchen. Einhändigkeit verbessert. Ah, nur so ein Fitzelchen fehlt jetzt. Jetzt dürfte ruhig noch ein Wolf kommen. Ich packe wieder alles weg. So, da sehen wir jetzt auch schon oben, gerade ungefähr da, wo der Pfeil ist, auf dem Kompass. Das Symbol für eine Stadt, also für so ein kleines Dörfchen. Da wollen wir jetzt hin zum Flusswald Riverwood. Riverwood klingt eigentlich cooler, ne? Obwohl Flusswald, naja, es hat auch was. Und wir werden ja so viel entdecken. Und ja, der Sternenhimmel, wir sehen, es ist kein Vollmond. Es ist jetzt wirklich finster wie im Bärenarsch gerade. Ein paar Blätter, die durch die Gegend wehen. Hier ein bisschen Laub. Also diese Details, an die man hier gedacht hat. Echt der Wahnsinn. Und auch hier die Bäume, wie sie sich im Wind bewegen und alles. Och, ich will hier leben. Ich baue mir jetzt hier eine Hütte. Das geht ja jetzt auch, weil, habe ich ja noch gar nicht gesagt. Also wir haben ja alle Add-ons zur Verfügung. Ja, das heißt, wir können uns dann auch hier ein Häuschen bauen, was ja mit durch das eine Addon geht. Ich weiß nicht, Hearthfire heißt es, glaube ich, ja. Da können wir dann auch hier uns endlich mal was selber basteln und uns dort heimisch machen, anstatt dass wir immer irgendwo was kaufen müssen. Weil, wie gesagt, wer die Vorgänger schon gezockt hat, der weiß ja, man kann immer irgendwo ein Haus kaufen und halt da sich einrichten. Das war bei Oblivion ganz lustig, weil man dann in manchen Häusern nochmal neue Quests dadurch bekommen hat, weil dann da irgendwelche verborgenen Sachen waren, die man dadurch erst entdeckt hat, wenn man das Haus gekauft hatte. Ich glaube, das ist Nirnwurz, die da leuchtet, oder? Ich möchte jetzt ungern hinschwimmen, weil wir sind ziemlich schwer beladen. Und so ein an sich schon schwerer Ork, der dann einfach so durchs Wasser dümpelt, ich glaube nicht, dass das gut geht. Deshalb, aber wir wissen, da hinten ist Nirnwurz. Für die, die es nicht kennen, ein super tolles Kraut. Ja, mega magisch. Kann man ganz viele tolle Sachen mitmachen. Und das Dorf ist doch weiter weg, als ich dachte gerade. Ah, ich werde einfach Blümchen sammeln zwischendurch. Ich hoffe bloß, dass uns keine anderen Orks sehen. Die halten uns wahrscheinlich sonst für ein Weicheier. So nach dem Motto, hey, guck dir mal den an, da hast du den gesehen, ja? Der sammelt einfach die ganze Zeit Blumen und sowas. Das ist gar kein richtiger Ork. Ja doch, wir sind ein richtiger Ork. Wir haben halt bloß auch eine, weiß nicht, naturverbundene Seite. Wir sammeln halt auch Kräuter. So schamanemäßig, ja? So, jetzt müssten wir gleich da sein, hoffe ich. Da vorne scheint schon die Stadtmauer oder Dorfmauer zu sein. Irgendwie sowas. Ah, so mühselig kriechen wir da gerade hin. Hallo? Ja, man kann halt auch nicht sprinten, wenn man so schwer beladen ist. Aber das können wir ja auch beim nächsten Level-Up dann ein bisschen erhöhen. Also wenn man zum Beispiel, man kann ja auf Ausdauer-Magie oder halt auf
Lebenspunkte setzt und wenn man auf Ausdauer setzt, dann erhöht man auch die Tragekapazität. Da hinten ist irgendwer. Ich komme gleich runter. Okay. Also Ralof heißt der Typ dann doch. So, und jetzt möchte ich eigentlich gerne hier in die Stadt rein. Und ich... Ein Drachen. Habe ich auch gesehen. Was ist denn nun schon wieder, Mutter? Er war groß wie ein Berg und schwarz wie die Nacht. Er ist über das Hügelgrab geflogen. Ja, den habe ich gesehen. Also, kannst du ruhig glauben. Wenn es so weitergeht, wird euch bald jeder in der Stadt für verrückt halten. Die ist und nicht irre. Ich habe Besseres zu tun, als mir eure wilden Fantasien anzuhören. Sie hat aber recht. Ihr werdet schon sehen, es war ein Drache. Er wird uns ja, richtig. Töten und dann werdet ihr mir schon glauben. Ja, okay, komm, mit der reden wir mal. Hier, komm her, halt, warte. Ah, jetzt ist sie weggegangen, verdammt. Hier ist auch schon alles geschlossen. Aber es ist auch schön immer diese Dialoge, deshalb, ich werde auch ein bisschen ruhiger sein dann manchmal zwischendurch. Um halt einfach diesen Dialogen der NPCs untereinander zu lauschen, denn die verraten auch immer recht viel. Also von daher werde ich dann vielleicht nicht ganz so quackelig sein wie sonst. Oh, kann ich den Kohl mitnehmen? Ja, da steht nicht, dass es nicht unseres ist, ansonsten wäre es rot markiert. Das ist, ich hätte schon eben gedacht, das wäre ein Pferd, aber es ist ein Hund. Oh mein Gott, ist der groß. Sind sie gerade nach rechts gelatscht. So, das sieht hier aus wie eine Kneipe oder sowas mit dem Schild davor. Ich hoffe es einfach mal. Da brennt auch noch das Licht. Bitte lass es eine Kneipe sein. Ich bin gerade so arschenlangsam. Ich habe jetzt keine Lust, nochmal woanders hinzulaufen. Ich möchte alles ungern verkaufen. Und beim, also in der Gaststätte können wir auch ein bisschen was verscherbeln. Ich hoffe mal, hier ist die Tür, ja. Schlafender Riese, das hört sich schon fast nach einer Gaststätte an. So, und dann mal hier rein und hoch, die was bestellt. Und ja, dann werde ich auch für die Folge gleich mal aufhören, wenn denn der Ladebildschirm dann vorbei ist. Das werden wir dann das nächste Mal weitermachen. Ich habe jetzt ein klein wenig überzogen, aber ich wollte halt unbedingt in das Dorf noch kommen, bevor wir dann jetzt mittendrin aufhören und dann das nächste Mal weiterlatschen müssen hier. Also in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, euer Mr. Zogger.